Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Ni no Kuni. Das letzte Mal haben wir ein paar Nebenquests gemacht, beziehungsweise die machen wir jetzt noch weiter. Denn wir müssen ja noch einen Kollegen töten. Moment, wo war er da nochmal? Ah ja, da oben. Das heißt einen Kollegen, ein Mob, einen Vertrauten, ein Gegner halt. Einer, der hier quasi Unruhe stiftet. Der wird uns aber wahrscheinlich keine Schwierigkeiten bereiten, da wir, wie gesagt, total overleveled sind. Also wenn wir es nicht sind, dann weiß ich es auch nicht. Weil, ja, ne? Also es rennt hier wirklich schon alles vor uns weg, was eigentlich nicht so ist. Oh, eine Mondmuschel. Die sollte man auf jeden Fall immer mitnehmen. Die braucht man für irgendwas später auf jeden Fall. Soweit habe ich das in Erinnerung. So, wo ist denn der Kollege? Da, der ist das, glaube ich. Der so wild umherrennt. Das ist quasi eine Weiterentwicklung vom Schartiger. Hallo. Kräftiger, greifen wir mal an. Den sollten wir auf jeden Fall schaffen, wie gesagt. Wir sind ja, ja, overleveled. Ach, schön, ne? Damit wird er wahrscheinlich ziemlich schnell sterben. Jo, ziemlich schnell. Nicht zu sagen, viel zu schnell. Na gut, er hat zumindest versucht. So, dann können wir uns nämlich jetzt hier was Schönes abholen, was ich unbedingt gerne haben möchte. Geben die Quest schnell ab. Holen uns dann noch was dazu und dann gehen wir endlich mal weiter in der Hauptstory. Aber so ist das nun mal in einem 100% Versuch, One, wie auch immer. Weiß ja nicht, ob es klappt, aber ich versuche es zumindest. Weil ja wieder die Frage ist, wo sind 100%? Aber naja, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich alle fangen und so und werde dann, ja, was heißt alle fangen? Werde halt, alle weiterentwickeln, sozusagen. So, dass ich halt alle einmal hatte, wie bei Pokémon halt. Dazu muss ich aber einige doppelt fangen, das nervt mich jetzt schon. Wie bei Pokémon halt. Zum Beispiel Evoli muss man halt mehrfach haben. Aber naja, so. Muss ich mir eigentlich irgendwas kaufen oder kann ich eigentlich schon irgendwas neu ausrüsten? Ich bin irgendwie total... Knochenschwert, Schneckenhorn. Der kann ein Frostschwert tragen. Oh, das, da wird er direkt dann auch zum... Ah, nee, warte mal. Nee, du mal noch nicht. Mach es mit denen hier. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich nicht. Okay. Ja, ich werde halt trotzdem nur mit den zwei Hauptvertrauten kämpfen. Den Rest brauche ich halt echt nicht. Höchstens halt zum Auswechseln dann, falls die Gegner so lange aushalten. Was aber irgendwie selten der Fall ist. So, Kollege, gib mir mal bitte kurz hier die Flammenrobe. Ja, den wunderbaren Vorteil, dass sie uns immun gegen Feuer macht. Oder zumindest eine Feuerresistenz uns gibt. Und wir holen uns jetzt die Belohnung Pirscher, die uns erlaubt, näher an den Gegner heranzuschleichen. Und was halt besonders schön ist gegen Gegner, die zu schwach für uns sind. Deswegen braucht man das eigentlich ziemlich oft. So. Okay. Was wollte ich jetzt eigentlich tun im Menü? Weiß ich nicht. Ach ja, die Flammenrobe ausrüsten. Richtig. Flammenrobe ausrüsten. Gebe ich die in... Wem gebe ich die? Da muss ich dann wohl dem hier geben. Resistenzen Wind? Das macht keinen Sinn. Na gut, dann halt Resistenz Wind. Besser eine Resistenz als keine. Naja. Ich dachte eigentlich, die macht gegen Feuerresistent. Was macht sie denn nochmal gegen Feuerresistent? Ich bin jetzt verwirrt. Bin vollkommen verwirrt. Helft mir. Gut. Dann auf zur Qualmhöhe. Da hinten brodelt sie. Schießt ihren Rauch in die Lüfte. Ach ja. Es ist natürlich der ganze Weg immer für uns viel, viel schneller. Viel, also sehr, sehr viel mehr erleichtert. Als wenn wir jetzt hier nicht gelevelt hätten. Beziehungsweise Zeug gefangen hätten. Da hätte man jetzt hier immer viele, viele, viele Zufallskämpfe. Ich weiß nicht, wie das dann ist bei denen da oben. Ob die mich noch angreifen. Es könnte sein, dass die mir auch schon quasi aus dem Weg gehen. Das ist immer dann so die ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn man sich halt absichtlich levelt, dann hat man halt weniger Zufallskämpfe dann später. Dementsprechend levelt man dann wieder weniger. Aber wir leveln uns sowieso dann irgendwann richtig hoch, sodass uns quasi gar nichts mehr kann. Aber da muss ich erstmal dann, wie gesagt, die Besten raussuchen. Ja, die gehen mir auch schon aus dem Weg. Schön.
Die muss ich aber noch fangen. Dementsprechend würde ich die gerne doch nochmal angreifen. Zumindest so ab und zu mal. Ein paar, ne? Kriegen wir nochmal ein paar mehr XP. Weiß gar nicht, ob sie putzen mir nicht. Ah, nee, ich habe einen Trompeter genommen, richtig. Ah, schön. Da hätten wir die schon mal weg. Schön, wenn man sowas auch gleich offscreen machen kann. Das ist immer ganz lustig. Also, ne? Ich habe teilweise, ich weiß gar nicht, ich habe auch noch nicht alle gezähmt, unter anderem, weil die Wahrscheinlichkeit so nervig gering ist, oder ich einfach kein Glück hatte. Ja. Bitte mit dem Wichtel kämpfen. Dankeschön. Oh, soll ich die vielleicht mal aus ihrem Rage-Mode rausnehmen? Die spammt mir ganz schön viele Zauber, mein lieber Schwan. Wie nennen wir den? Butzel. Möchte mich jetzt nicht ewig daran aufhalten. Geh weg, Butzel. 9, wieso greift der mich an? Scharfe Samen. Die erhält man nämlich hier. Die scharfen Samen. Ich glaube, die Gelbwurzel ist das einzige, was man random finden muss. Okay. Gehen wir also noch nicht alle aus dem Weg. Also bin ich ziemlich genau auf der Grenze. Also gleich stark, könnte man fast sagen. Vielleicht ein bisschen stärker. Ich meine, ich brauche nicht unbedingt gerade viele Schläge, aber ich brauche schon ein paar mehr. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man nicht levelt. Also wenn man jetzt hier nicht gelevelt hätte, dann wäre das jetzt schon echt schwierig. Das ist auch der Knackpunkt, warum ich noch keinen Speedrun-Vorschlag habe für das Spiel. Also man müsste halt viel leveln, was in dem Speedrun immer ein bisschen, naja, so lala ist. So, das sind jetzt 2 scharfe Samen. Wo ist denn der dritte nochmal? Dab, 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 dab. Ich glaube da vorne. Lass uns mal hier Brücke zaubern. Das ist einer der Zauber, die wir bekommen haben. Oh Mann, schau dir den Lavafluss an. Hey, kennst du nicht den Zauber, der uns darüber bringt, Oliver? Ja, Mann. Brücke. Ey, bau deine magische Brücke. Mensch. Voll der Cheater, wie er sich jetzt hier eine Brücke hincheatet. Einfach so. Schön. Okay. Okay, greifen mich doch noch relativ viele an. Bin ich wahrscheinlich wirklich ungefähr gleich stark. Lichtlein A und Lichtlein B wieder. Die habe ich noch nicht, die müsste ich noch fangen. Mach den mal kaputt. Achso, ich wollte doch eigentlich mal... Moment, ich muss mal kurz schauen, was die für eine Taktik hat. Voller Einsatz, ein bisschen doof. Mach mal eigenständig. Ist zwar auch nicht gerade das Intelligenteste, aber besser als voller Einsatz. Wo sie dauerhaft ihre Zauber spammt. Das habe ich halt nur reingemacht, um das Fangen zu beschleunigen. Da das Fangen ziemlich lange dauern kann. Man muss halt immer erst den Gegner töten, ne? So. Mina Sugoyo. So, schön. Dankeschön. Fluchverteiler. Fluchvereitler. Nicht Verteiler. Verteiler wäre auch nicht schlecht. Muss man eben schauen. Das sind die scharfen Samen. Was war das andere dann? Echt krass, wie ich hier noch angegriffen werde. Obwohl ich so viel offscreen gelevelt habe. So viel, ja. Also 3 Bildschirme breit. So viel. Ich würde es euch ja gerne zeigen, aber ich habe ja keine Facecam an. Wozu auch in Ni No Kuni. Nice, schön. Gib mir her. So. Jo. Wieder keinen neuen Vertrauten. Genau, hör ab. Ein Auerblümchen. Ach ja. Na dann ab in die Qualmhöhe. Schaffe ich das jetzt eigentlich noch? Ich müsste schon noch ein bisschen was hier machen, ne? Na gut. Schauen wir mal. Ich verstehe aber auch das Spiel nicht. Das ist also die Qualmhöhe. Wow, ich habe den Berg immer nur von der Stadt aus gesehen. Noch nie aus nächster Nähe. Nicht rumstehen und glotzen, hier ist es nicht gerade sicher. Deshalb machen Menschen und Feen normalerweise einen großen Bogen um das Ding. Und überall, wo wir nicht oft hinkommen, wimmelt es sicherlich von Viechern. Macht euch bereit, es wird kein Zuckerschlecken. Pass auf die Lava auf, Oliver. Ich fürchte, dass selbst ein Zauberer es nicht überleben würde, da rein zu plumpsen. Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig. Wenn wir alle zusammenarbeiten, werden wir es schaffen, so wie wir die Prüfung gemeistert haben. Du hast recht. Das nenne ich inspirierend. Schick, brechen wir auf, oder? Keine Pause, bis wir den Gipfel erreichen. Wenn du das sagst, ich finde es bloß immer noch faszinierend, wie teilweise das Spiel einfach nur laggt, obwohl ich es eigentlich nur grabbe. Warum auch immer. Naja.
Überschreiben wir erstmal das Ganze. Mitnehmen muss ich eigentlich nichts. Ich könnte jetzt höchstens noch einen abliefern, aber pff. Ach, wieso? Ne? Oh. Habe ich den... Ach, ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung von den Hunden. Aber zwei Hunde haben wir, glaube ich, noch nicht. Ach, siehst du, zwei Hunde fehlt mir auch noch die Grundentwicklung, glaube ich. Hm. Na gut. Ist auch egal. Ein paar mehr XP soll ja nicht unbedingt schaden. Wir haben halt das Problem, dass die... da fange ich ihn gleich. Warum nicht? Was ich habe, das habe ich. Man kann ja auch 400, glaube ich, fangen. Und waren es 200? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, ist der Level up. Lobgesang. Halten den natürlich und nennen den einfach mal Honi. Und schon haben wir einen weiteren Vertrauten. Wunderschön. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie man hier laufen musste, ohne direkt zum Ziel zu kommen. Ah, hier ist wieder so ein komischer Roboter. Tach. Er reagiert und dreht sich aber nicht rum. Soll mir recht sein. Da können wir den Spitzbuben ja vielleicht sogar fangen. Ich glaube aber, der war relativ schlecht im Kampf. Wenn mich das alles täuscht. Na los. Kampfpinscher, mein Liebster. Stirb. Dankeschön. Ach ja, so. 69 Erfahrung. Tja, ich weiß immer noch nicht, wozu die Roboter da sind. Obwohl ich schon eigentlich sehr weit gespielt habe. Muss man ja mal so sagen. Ich habe schon ein paar mehr Stündchen weg, sozusagen. Und trotzdem weiß ich echt nicht, wozu der da ist. Das ist merkwürdig. Da ist schon mal eine Kiste. Geht's denn da auch weiter? Nee, oder? Doch, verdammt. Okay, ich gehe erstmal hier runter. Da der, wie gesagt, nicht weiter möchte. Hier ist nur eine violette Kiste. Das ist doof. Ja, wie gesagt, wir müssen eh nochmal in jedes Gebiet rein. Also fast jedes Gebiet. Es gibt Ausnahmen, aber das ist eher, ja, eher weniger. Okay, die Kiste können wir aber auch schon mal mitnehmen. Hallo, lieber Kampfpinscher. Mit einem Zweihuhn. Ist ja nicht so, als ob die Probleme machen würden. Tüt, 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 tüt. Na los. Nächster tierischer Lärm. Skills kannst du fein behalten. Jo, die haut natürlich sehr viel Schaden mit ihren Zaubern immer raus. Problem ist aber, dass sie sich dementsprechend auch entlädt. Mit dem Spell Entladung. Welch Ironie. Und halt, bei wichtigen Kämpfen ziemlich wenig ausrichten kann. Naja. Was soll man machen? KI ist halt nicht die schlauste, wie gesagt. Zumindest nicht im ersten Zehntel des Spiels. Wird später ein bisschen besser. So kann man auch schön Kämpfe skippen. Wenn der eine einen nicht gesehen hat, dann geht man lieber in den Vorteilskampf als in den normalen. Und kann sich vielleicht sogar noch ein Pyro empfangen. Mal sehen. Ich werde es auf jeden Fall... Ja. Genießen, empfangen, wie auch immer. Ich hätte es genossen, wenn ich den jetzt gefangen hätte. Wo muss ich nochmal lang? Ich glaube erstmal hier lang. Da, wo es halt nicht weitergeht, wie gesagt. Dam, da, dam. Geht's aber ziemlich weit nicht weiter. Hier sind aber zwei Truhen. Okay. War also auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Für uns zumindest. Wollen ja alles mitnehmen. Ich glaube, den Boss werde ich nicht mehr ganz schaffen, der hier oben dann rumlauert. Aber zumindest sollten wir quasi die Qualmühle dann so gut wie abschließen. Weiß bloß noch nicht ganz, was danach eigentlich kam. Ich glaube, danach reist man dann weiter, aber Ach nee, richtig, da war ja noch was. Noch ein Gegner, naja. Vielleicht fangen wir an, Pyro. Impf? Hat keiner gesehen. Das ist übrigens ein netter Glitch-Bug, man möchte es nennen, wie man möchte. Irgendwie, wenn man einen Text dastehen hat, kann man durch Gegner laufen und sie bleiben halt stehen und sowas. Das ist so ein, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie eine Möglichkeit, dass man nicht in Kämpfer gerät, während man ein Item aufhebt, was irgendwie auf einen Bug hinweist. Ich weiß es nicht. Ist zumindest meine Beobachtung. So, ein Eisbecher.
Wow, drei Truhen. Schloss öffnen. Eine Flammenrobe. Und eine Phönixfeder. Schön. Dann rüsten wir mal noch die Flammenrobe aus. Weiß gar nicht, wer die tragen kann. Da zum Beispiel. Ah, nee. Halt. Der zum Beispiel. Oder das. Man weiß nicht, ob es ein die oder ein das oder ein die oder ein der ist. Oder ein dessen oder ein wessen oder ein... Man weiß es nicht, wie gesagt. Gut, ja, kann ich denn bitte aus dem Weg gehen? Das wäre echt cool. Okay, dankeschön. Dankeschön. Aber ihr seht schon, die sehen mich mittlerweile viel, viel weniger. Dank dieser Pirscher-Fähigkeit bin ich halt jetzt quasi schneller als der Gegner oder im Vorteil immer. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber das bekommen wir erst später. Warum kämpft er gerade für mich? Holla verwirrt ist. Ah, ein Pyro-Impf, sehr schön. Liebe Esther, fang mal lieber den Pyro-Impf ein. Es ist natürlich sehr schön, dass wir das alles so nebenbei gemacht haben. Gibt es noch irgendwas eigentlich? Ein Kampfpirscher wäre noch ganz schön, ein Kampfpinscher. Weil wir da halt immer zwei Wege haben bei den Entwicklungen. Jo, den behalten wir natürlich, nennen den... Oh, Pimpfi ist ein schöner Name, den will ich gerne. Jupp. Hätten wir auch den, da bin ich ja fast schon durch. Da fehlt mir bloß noch dieser Teufel, dieser kleine Schwebende. Und ansonsten... Nur das Zweihorn halt zum Beispiel, aber mein Gott. Das kriege ich auch anders, notfalls. Ah, jetzt habe ich ja schon, oder? Das Zweihorn? Bin verwirrt, ich merke mir sowas nicht. Ich renne jetzt ja auch einfach gerade nochmal durch, dass ich ja irgendwie schnell zu einem Ende komme. Aber die machen mir auch keinen Schaden, ne? Die greifen mich an, aber machen mir echt keinen Schaden. Ich meine hier 1-1-1, das könnte sich sonst wohin schieben. Ja, man sieht mich herzlich wenig. Und ein Sterntropfen. Schön. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zum... Das war aber ein starkes Beben. Oh, verflixt! Mist, Mist! Was ist los, Tröpfchen? Der große Knall steht bevor. Ich spüre es aus meiner Laterne. Das alte Mädel fliegt uns gleich um die Ohren. Kannst du das wirklich spüren? Na klar, ich bin schließlich der große Großfürst der Feen, oder nicht? Vulkanos Brüche zu spüren ist ein Kinderspiel für uns Mädchen. Für uns Mädchen. Ja, das kann man nicht, wäre es echt lustig. Dann müssen wir uns beeilen, wir müssen uns aufhalten. Du hast recht, Mann, aber wenn wir nichts tun, dann sind wir Toast. Los auf den Gipfel. Jo. Man rennt natürlich in sein Verderben und nicht davor weg. So sind halt die Helden. Blöde Sau. Das meine ich. Die meisten Gegner sind halt schneller als der Charakter. Und dementsprechend muss man sich dann halt einfach reindrehen und... Beziehungsweise, wenn sie dann vor allem weglaufen, hat man keine Chance, die aufzuholen. Nice. Na komm. Au. Es ist ja schön, dass Übereinge da drüben eine Resistenz dagegen hat, aber Wichtel irgendwie noch nicht. Gut. Aber ihr seht schon, ich krieg langsam echt, also ich krieg langsam XP, sehr langsam XP. Ach, verdammt. Was das Ganze natürlich nicht gerade sehr spannend macht gerade. Weil die Kämpfe sind halt jetzt extrem langweilig. Da weiß man auch nicht so wirklich, ja, ne? Sollen wir jetzt einfach nur X smashen oder sollen wir einfach mal sinnlose Probleme, ja, Sachen ausprobieren oder, ja, ne? Ich bin eher so der X-Button-Smash-Typ und renn einfach schnell durch. Wir sind auch gleich oben, warte mal, hier gibt es zwei Wege. Der sieht mir recht versteckt aus, da ist da was. Ja, na klar ist hier was. Haha. Zap. Eine brennende Klinge. Wow, die habe ich noch nie gehabt. Die habe ich letztes Mal, glaube ich, übersehen beim ersten Mal durchspielen. Brennende Klinge. 15. Wow, die ist richtig stark. Und Feuer. Schön. Sehr schön sogar. Das ist ja natürlich ein neuer Gegner. Den wir einfach mal eiskalt ignorieren. Reicht ja nur langsam. Den können wir auch ignorieren, hoffe ich mal. So, da müssen wir aber langsam mal hier, ne? So rein von der Zeit her vor allen Dingen schon. So, den hätte ich gern. Den Spitzbuben muss ich nämlich noch fangen. Komm schon. Spitzbube, ich will dich haben. Los jetzt. Erbarme dich meiner und komm zu meinem Team.
Nein, er kommt nicht zu meinem Team. Okay. Nein. Tötet ihn schneller. Verdammt. Scheiß Versager. Nö. Nichts Besonderes. Ich müsste doch langsam mal da sein. Sag mal. So groß ist das doch gar nicht. Das kommt mir gerade echt... Ah doch, hier sind wir schon. Bis hierhin wollte ich nämlich jetzt spielen. Den Bossgegner machen wir in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich, wie gesagt, wie immer in die nächste Folge. Vergesst bitte nicht, wieder das Video zu bewerten und einen Kommentar zu schreiben, wenn ihr denn so lieb seid, um mir zu sagen, wie euch das Ganze gefallen hat. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!